Joho, Sims 4 Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4 Staffel 6. Wir kollidieren mit dem Haus. Oh mein Gott, oh mein Gott. Kann ich nachempfinden? Ich würde, glaube ich, auch so weinen, wenn ich gegen die Wand klatschen würde. Er hat das Kind doch nicht gegen die Wand geworfen, oder? Nee, alles gut. Ja, alles gut. Meine kleine Mona. Was hast du denn? Was willst du denn? Hast du Hunger? Willst du was zu essen? Alles wird gut. Oh mein Gott, es schreit schon wieder die ganze Nacht. Willst du was zu essen jetzt haben? Ich weiß noch nicht, was du willst. Hier, bitte, bitte sei jetzt still, Mona, bitte. Tu mir das nicht an. Oh, der arme Kevin. Die ganze Nacht wahrscheinlich wieder wach gewesen wegen dem kleinen grünen Monster. Oh mein Gott, das ist ja wirklich ein kleines grünes Monster. Ist schon so ein bisschen unheimlich. Ja, tu mal nicht so. Ich bin wahnsinnig gespannt, wie unser kleines Monster denn aussieht, wenn es altert. Und, es geht, was heißt es geht? Es ist jetzt fast 6 Uhr, er sollte ausgeschlafen sein, aber seine Energie ist bei der Hälfte. Wenn wir heute arbeiten müssen, dann ist vorbei. Können wir uns noch Elternzeit nehmen? Bitte sag es uns noch. Oh, Gott sei Dank. Nimm dir Elternzeit, Kevin. Oh mein Gott, Benjamin schläft auf dem Sofa. Das Baby war so laut, weil ich hab das durch die Wand gehört, das ging nicht. Ja, ich muss heute noch mal Elternzeit nehmen. Es war sehr anstrengend. Okay. Das müssen wir aber mit dem Baby, das müssen wir aber, das geht so nicht, wa? Ja, guten Morgen. Tut mir leid, dass sie so laut war heute Nacht. Ja, aber auch nicht geschlafen. Die Aliens sind sehr, sehr laut. Das finde ich halt voll doof, ey. Das auch immer in so einer Tonlage kreischt, als wäre das irgendwie ein Roboterkind. Ja, ich weiß ja auch nicht, was ich damit machen soll. Weißt du... Das ist halt so, weiß ich nicht. Die Politiker haben ja gesagt, wir wollen zu den Aliens jetzt nicht so dicken Kontakt erstmal haben. Ja, damit das nicht gleich wieder so eskaliert wie mit den Vampiren oder den Lamas damals. Damit die Menschen sich langsam daran gewöhnen. Ha, ha, ha. Das finde ich ja auch gut, Mann. Ich finde das gut, Mann. Kennt die ja noch nicht mal, weiß ich, was die essen und so. Die sind ja neu hier auf dem Planeten. Und das mit den Beziehungen, das hat sich ja bis jetzt nicht so gut gestaltet. Ja, da wäre es schön, wenn wir es langsam antasten. Ja, aber da kannst du nicht reinrasen, als wärst du so ein Ferrari, wa? Das musst du ganz kunstvoll angehen. Da musst du dich mit den Aliens langsam anfreunden. Ja, und man macht albernen Scheiß. Haha, witzig. Muss mich nochmal ums Kind kümmern. Es schreit schon wieder, wie es aussieht. Alter, ernsthaft, das schreit ja wirklich schon wieder. Aber Kevin hat dafür schon so einen sechsten Sinn, ne? Oh, es hat sich's eingekackt. Alles klar. Wird die Windel jetzt gewechselt? Das hilft nicht, wenn du da... Du musst... Also, das mit an die Brust nehmen funktioniert nicht, Kevin. Kevin hat versucht, das Baby an die Brust zu nehmen. Das geht aber nicht. Du bist ein Mann. Ja, ich weiß ja nicht. Vielleicht ist das so ein Stink. Da wollte ich jetzt nicht, dass da die Dinge schief gehen. Danach kannst du dann bitte mal eine nachdenkliche Dusche nehmen und du denkst jetzt bitte darüber nach, was du getan hast. Das ist halt, das geht halt gar nicht. Was ist hier los? Oh, ja, die haben mal Hunger. Chrissy, gib mal was. Naja, Katze auch schon wie wild am rummiauen. Wobei ich eigentlich nur kenne, dass Katzen dann vor dem Kühlschrank stehen. Nicht vor dem Teller. Und ich weiß nicht warum. Selbst wenn man die Katze nicht aus dem Kühlschrank füttert. Ja, selbst dann. Oh, Chrissy müsste doch eigentlich noch trainieren gehen. 25% erledigt erst. Wir brauchen ein Fitnessgerät zu Hause. Wir haben aber auch... Alter, Ben. Oh, Ben. Es war halt einfach zu laut. Es war einfach zu laut für ihn. Ja, wir brauchen noch ein Fitnessgerät zu Hause. Irgendwie wäre es ja schon gut, wenn wir ein bisschen größeres Zimmer für Chrissy hätten. Moment. Okay, das ist doch schon mal was. Ich habe jetzt diesen Bereich hier quasi angebaut. Ich weiß nicht, ob wir dann auch so eine Art Anbau draus machen wollen und den Balkon noch erweitert. Kann man ja mal ausprobieren. Jetzt packe ich hier noch ein paar schöne Säulen hin, wenn das dann auch klappt. Danke. Das sieht doch schon mal nicht übel aus. Ja, was auch immer mit dem Waschbecken passiert ist. Schauen wir mal rein. Wie sieht das jetzt aus? Ja, okay. Also das Zimmer könnte jetzt wesentlich größer sein. Na, wir können das jetzt um einiges größer machen. Oh, schön. Richtig schön, Mann. Da ist jetzt meine Idee, dass ich das umsetze, was wir ja schon mal gemacht haben, dass ich zwei Betten ineinander stelle, um daraus quasi ein größeres Bett zu machen. So, und dann stellen wir das hier ein bisschen ineinander. Kann Chrissy dann da noch hin? Geht das?
das hier so mache, dann passt die Bettdecke noch ineinander. Dann sieht es nämlich aus, als hätte sie ein größeres Bett und das ist irgendwie kuschelig. Oder? Das ist doch kuschelig. Ich fänd's kuschelig. Gut, ja, ihr Badezimmer steht jetzt hier so ein bisschen im Raum. Das hat halt auch was, dass das Badezimmer da so im Raum ist, ist gar nicht mal so hässlich. Tja, jetzt gab es hier diese super coole Lösung mit dem Ineinandergestellten. Dass das Ganze hier so ein bisschen Wohnhaus charaktermäßig, das hat das so ein bisschen gestaltet. Ah, schauen wir mal. Ah, ich brauche Licht. Das geht jetzt so gar nicht. Ich brauche jetzt Licht. Dankeschön. Bisschen Licht muss halt sein. Ja, das ist dann hier ihre Arbeitsecke. Der müsste eigentlich auch gehen. Sie kann sich halt immer nicht automatisch dahinsetzen. Vielleicht drücke ich das alles ein bisschen weiter nach unten. Jetzt wäre noch eine andere Tapete ganz cool. Was zu dem, was ein bisschen weniger kindlich ist und was zu dem passt, was wir hier haben. Das ist ein bisschen Industrial Style. Das gefällt nicht, dass das so ein anderer Braunton ist. Da wird doch irgendwie möglich sein, da was Cooles draus zu gestalten. Ah. Sie ist ja jetzt auch schon lange im Beruf und mehrfach befördert worden. Also hat sie jetzt auch das Geld, um sich die ein oder andere coole Sache zu leisten. Dann, weiß ich nicht, so ein Bett. Ich weiß halt nicht, ab wann ein Sim einsteigen kann in ein Bett. Ich hätte halt gerne ein Doppelbett für sie. Einfach, weil sie halt jetzt erwachsen ist. Und dann wäre halt so ein Doppelbett schon nicht schlecht. Aber das ist alles noch ein kleines bisschen zu, ja, was soll ich sagen? Alles ein bisschen zu groß. Da müsste ich das halt wirklich anders anlegen. Also ich habe jetzt ein bisschen herumexperimentiert. Die schwarzen Möbel gefallen mir da sehr gut. Das sieht echt nicht schlecht aus. Schwarz und rosa und weiß in Kombination. Ja, aber wir haben halt so viele Braunelemente. Das ist gar nicht alles so einfach zu kombinieren. Ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Soll ich auch sowas Einfarbiges in den Hintergrund später bringen? Oder soll ich was Zweifarbiges in den Hintergrund bringen? Oh, so viele Möglichkeiten. Mir wird schon was einfallen. Ja, jetzt bekommt das Ganze schon einen Look zusammen. Ich habe jetzt einfach ein paar Kindermöbel behalten. Vielleicht hast du dir dann umgestrichen, was anderes ins Bild getan. Dann so habe ich hier eine neue Farbnote Blau. Und wir haben diese ganzen coolen Space-Elemente. Und wenn ich das jetzt noch ein bisschen mit dem Rosanen kombiniert bekomme, damit das Ganze bunt wird, dann könnte ich mir das hier auch alles ganz gut vorstellen. Wir haben halt nun mal diese Poster und es ist alles recht bunt und deswegen fände ich es schön, wenn wir auch bei dem Bunten bleiben könnten. Ja, vielleicht mit dem Kirschblüten hier. Ne? So gefällt mir das nämlich schon sehr, sehr gut. Das passt jetzt ein bisschen zu dem erwachseneren Ich von Chrissy. Ist vielleicht ein bisschen viel schwarz, aber ich könnte mit dem Bett einen hellen, weichen, rosanen Gegenimpuls bringen. Boah, und wir bräuchten jetzt wieder so eine richtige Bilderwall. Also entweder später ganz viele Bilder von Freunden, ne? Um das hier zu füllen. Oder dann halt jetzt erstmal vorübergehend das, was wir hier alles so finden. Mal schauen, was ich hier noch an cooler Deko überhaupt hinbringen kann. Weiß ich nicht, hier so eine Tasche. So, das ist cool. Das ist halt sowieso voll die coole Wand hier. Vielleicht ein bisschen too much. Ich will da nichts Buntes haben, ganz ehrlich. Es kommt mal ins Inventar. Die kommen mal ins Inventar. Ich platziere da die Dinge, die passen. Die schwarze Ecke hier hinten, die hat auf jeden Fall was. Ganz zufrieden bin ich damit auch noch nicht. Aber wir werden ja gucken. Ich will ja auch nicht alles Geld ausgeben. Ne? Das ist ja. Chrissy hat ja. Das ist ja nicht Krösus. Ich hatte so richtig Bock auf Kontraste. Und das ist jetzt eine Mischung der alten Chrissy mit der neuen Chrissy. Noch ein bisschen unausgegoren, noch keine perfekte einheitliche Linie. Ach, gemischt noch mit dem Kindlichen und den Wünschen des Erwachsenseins. Finde ich cool. Passt. Das ist halt noch sehr Chrissy in Jung. Versucht auf cool zu machen und das geht dann schon mehr in die Richtung, die sie vielleicht später mal verfolgt. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr gut. Und du stehst jetzt auch davor so ein bisschen, hä, ich muss auch Dinge tun. Und ich wollte eigentlich nichts anderes machen, als ein Fitnessgerät hier reinstellen.
Na gut. Ich werde jetzt wohl Bens Raum noch ein bisschen erweitern. Das. Oh, hi, Ben. Oh, ha. Dass er vielleicht Fitnessgerät hat oder dass wir irgendwo ein Fitnessgerät reinstellen können, aber ansonsten kommt das jetzt einfach in den Garten und gut ist. Na, das sieht doch auch schon mal ganz schmuck aus. Kann da tatsächlich hier so ein Fitnessgerät in der Ecke stehen und das stört dann, glaube ich, niemanden mehr. Geht das hier auch noch ein bisschen farbenfroh? Nicht so wirklich. Tja, jetzt habe ich hier oben das Zimmer auch noch erweitert, weil wenn schon, denn schon. Jetzt bin ich ein bisschen unzufrieden, was ich hier mitmachen soll. Ich meine, noch mehr Sitzmöglichkeiten. Will Ben auch noch an irgendwas anderem arbeiten? Könnte sich vielleicht als nächstes an der Malerei versuchen? Wäre eine Möglichkeit. Da stellen wir ihm hier eine Staffelei hin. Oh, gab es nicht diese Wände? Diese Wände aus dem hier? Oh, das ist zu groß, ne? Oder? Das da. Das ist eine ganz coole Idee. Das weiß ich jetzt nicht, ob das wirklich was für Ben ist. Der macht dann hier mega das geile Spraypaint hin. Aber es wäre schon cool. Gab es da nicht irgendwie mehr Möglichkeiten? Sind es nur diese Wände gewesen? Ich dachte, es gab auch irgendwie ganz große Wall-Graffitis. Ah ja, klar, da gab es die hier. Das waren die großen Wall-Graffitis. Naja, das ist jetzt hier wohl erst eher weniger was. Was ist dann hier für den Boden? Sehe ich jetzt auch nicht. Wobei, könnten wir hier draußen irgendwie so ein cooles Graffiti auf dem Boden? Geht nicht, oder? Oh, hier schon, ja. Aber dann ist das immer in diesem Rahmen drin. Das ist ja auch sad. Können wir hier einen Korb zum. Ja. Können wir hier wirklich Basketball spielen? Das wäre halt voll cool, hier Basketball zu spielen. Achso, das ist das Blöde. So rum könnte ich es tatsächlich dann anbringen. Aber der Rotationspegel ist dummerweise genau an dem Punkt. Da passt dann halt leider nicht so. Ja, schade, aber das geht. Das ist ja cool. Unser Haus wird immer multifunktioneller. Auch wenn es ein sehr kleines Grundstück ist, haben wir bis jetzt echt eine ganze Menge rausgeholt. Sieht auch ordentlich aus. Da schauen wir noch mal. Chrissy muss jetzt hier mal draußen ein bisschen trainieren. So, dahin. Schweres Gewicht heben, damit du ein bisschen Muckis bekommst, Mädel. Sie weigert sich nicht. Sie geht hin. Das ist gut. Ah, schön, cool. Finde ich ja gut, dass das jetzt alles so geklappt hat. Ja, super. Wo ist das gerade? Achso, ja, wir haben ja noch keinen eigenen Wäschekorb bei hier drin. Ich hoffe, das klappt dann auch alles so. Oh, ich mag das. Geil. Neues Zimmer. Klamotten liegen auf dem Boden rum. Ey! Ben! Benjamin! Guck mal, Graffiti, Culture Street Art malen, politische Street Art. Nee, mach mal Culture Street Art. Das möchte ich jetzt gerne sehen. So, wie geht's, Kevin? Kevin will tanzen. Alles klar, Kevin geht tanzen. Oh, das ist ja nicht hier, das ist ja Wäsche. Das ertrage ich nicht. Müsste hier die Wäsche nicht auch schon fertig sein? Ausräumen, Wäsche absetzen. Da können wir noch mehr reinbringen. Oh, das will ich jetzt sehen. Los geht es? Machen wir das jetzt denn hier? Ach, wir machen das direkt da drauf. Auf diese Garage, auf dieses. Oder vielmehr dieses Lager. Okay, das. Well, that escalated quickly. Da bin ich ja mal gespannt. Baby geht's gut, Kätzchen geht's gut, Chrissy muss bald arbeiten und wir haben heute gerade mal 8 Uhr und es liegt eigentlich noch so viel vor uns. Oh, es ist jetzt Zeit für die Arbeit. 75%, komm, das kriegen wir noch hin. 75%? 75%? 75%? 75%? Komm schon, Chrissy! Ja, leider nicht mehr ganz so geklappt, dann geht sie jetzt zur Arbeit und gut ist. Und dass die beiden die gleiche Frisur haben, triggert mich. Du musst danach dringend nochmal deine Frisur ändern. Wann war das heute mehr so eine Bau- und Gestaltungsfolge? Das ist ja auch mal wieder schön. Simba, arbeiten bitte. Muss ja auch mal wieder sein. Und wir haben nicht ganz so viel geschafft, was das Leben mit dem Baby angeht. Naja, hier müssen wir dann auch noch ein bisschen irgendwann mal räumen. Aber sie haben jetzt alle schöne große Zimmer. Irgendwie hatte ich am Anfang gezweifelt, dass das auf dem Grundstück möglich ist. Aber mit ein bisschen Spucke und ein bisschen Mühe ist alles möglich. So, Kevin, kannst du nicht eigentlich schon mal forschen, wer eventuell die Mutter deines Kindes sein könnte? Hm? Und ja, ich rede nicht davon, die Mechaniken zu nutzen, die Sims 4 hat. Ihr wisst, wir gestalten uns unsere Geschichten immer selbst. Das heißt nicht von wegen, du kannst die Mutter von dem Kind nicht finden. Glaub mir, es ist alles möglich. Bla bla bla, rumbasteln nicht. Kontakte knüpfen, programmieren, das Web.
Recherchieren. Anmachsprüche, Nagerwut, Gartenarbeit, nee. Aber Erziehungsmethoden kannst du mal recherchieren, das könnte helfen. Und dann Sympedia durchsuchen, so gut du nur kannst. Aber leise. Und dann, oh, wir wollten ja den Stuhl mal transformieren. Dann müssen wir das allererste Mal den Stuhl transformieren und gucken, was dann passiert. Oh, das wird ja richtig gut. Mensch, Benjamin. Das lobte mal jeder, dass ich nicht so, dass ich das nicht hinkriegen würde, wa? Dass ich da hier so ein Lappen wäre, wenn es um Kunst geht, aber ich bin richtig gut, Mann. Wir haben eigentlich auch genügend Geld, um mal in den Dschungel zu können. Ich würde nur gerne erstmal warten, wie das mit dem Alien-Baby ist, weil ich glaube, Ben sollte sie nicht alleine lassen, wenn es gerade um das Alien-Baby geht. Und dann würden wir die Katze auch mitnehmen können und dann könnten wir unseren Simstagram-Account gestalten. Das ist ja schon ziemlich cool. Okay, Kevin recherchiert. Dann lasse ich die jetzt mal einen kurzen Moment hier einfach vor sich hinarbeiten. Was? 1000 Dinge sind gleichzeitig passiert. Was ist los? Mylin möchte gerade in die Oper. Hallo Benjamin, lass uns das kulturelle Angebot dieser Stadt ausnutzen. Heute um 20 Uhr in eine Oper? Das ist okay, Mann. Das sind nur 10 Stunden, da kann ich noch richtig arbeiten. Und was ist hier los? Nein, der PC ist kaputt gegangen und die Rechnungen sind ins Haus geflattert. Großartig, dann transformiert den Stuhl wenigstens mal. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Der hat uns 30 Simoleons in etwa, ich glaube 45 Simoleons gekostet. Und Katze denkt sich so, hey, was ist hier los? Die Zeit ist eingefroren. Was soll das? Fehler in der Matrix? Hä? Das verstehe ich nicht. Oh, jetzt hat sie sich vor dem Computer erschreckt. Reparaturservice angestehen? Nein, das reparieren wir selber. Ja, ob der mehr wert ist, weiß ich jetzt nicht. Ich hätte auch gerne irgendwas anderes. Tiger, so wie ich, scheiße. Scheiße, was ist hier los? Was soll das? Will ich jetzt nicht. Das Baby hat nur gar... Oh, mein Schweif. Mein Schweif. Die sich mega von dem piependen PC erschrocken hat. Hätte ich aber auch. Sag mal, Ben. Mein Freund. Mein Lieber. Können wir nicht auch mal jetzt hier deine ganzen Sachen ausstellen? Inventar anzeigen. Ja, Mann. Dann können wir heute vielleicht was verkaufen. Ab und zu kommt ja doch mal ein Sim vorbei, der dann was kaufen will. Das wäre halt schon cool. Boah, so eine Tanzmatte. Weg mit der Tanzmatte. Wir wollen es nicht übertreiben. Oh, das Buch. Wie oft hast du das schon gelesen? Problemscheune? Komm, weg damit. Weg damit. Immer diese vollen Inventare. Das sieht nicht übel aus. Und oh mein Gott, ist Ben müde. Warum bist du so müde? Dann müssen wir den gleich noch ins Bett schicken. Vorher? Oh, Woher geht's jetzt aber noch kurz an seine Haare? Nunopsa. Yeah, Reggie Nunopsa. Okay, deine Haare, mein Freund. Deine Haare könnten ja inzwischen ein bisschen gewachsen sein. Oh, lol, Ben, wie du aussiehst damit. Vielleicht ein kürzerer Bart, auch wenn ich diesen Bart sehr mag. Was passiert eigentlich, wenn du den... Wie siehst du denn bitte ohne Bart aus? Oh, ist das süß. Das ist ja ein richtiger Milchbubi ohne Bart. Ist das knuffig. Geht? Wow, das macht ihn richtig shapy. Wow, hätte ich gar nicht gedacht. Interessant, wie er in den verschiedenen Bartvarianten aussieht. Das gibt ihm halt ein bisschen mehr Kiefer, das ist nicht übel. Ich will jetzt nur mal gucken. Ich möchte eigentlich nicht, dass ich möchte eigentlich seinen Bart nicht verändern. Hallöchen. Na, das ist jetzt aber schon, das ist jetzt dann der gepflegtere Hipster. Aber ich bin trotzdem dafür, dass wir erstmal bei dem Bart bleiben, aber wir nehmen die Haare. Weil seine Haare sind halt jetzt einfach gewachsen mit der Zeit. Wie sieht das aus mit Kevins Haaren? Kevin, sind deine Haare mit der Zeit gewachsen? Fängst du an, sie dir kurz zu rasieren oder so? Ich wollte keine Brille haben. Trägst du die jetzt brav oder ein bisschen weniger brav? Hier so ein bisschen länger an den Seiten? Das tut ihm ja durchaus gut. Oder ist es so ein Man-Bun? Das geht ja auch. Keine Ahnung, rasieren, nicht rasieren. Da hatte ich euch ja gefragt, ihr fandet eigentlich, dass ich ihm den Bart wegnehmen sollte, weil er so der saubere Typ ist und es nicht ertragen kann, wenn er so einen langen Bart bekommt und es auch gar nicht mag, wenn er Stoppeln hat. Und das kann ich mir auch vorstellen, dass er so der Typ ist, der das überhaupt nicht mag. Gibt es irgendwas anderes, was wir noch an dir verändern können? Vielleicht etwas praktischere Klamotten jetzt, wenn du mit dem Kind durch die Gegend läufst. Ich mag das Oberteil sehr gerne, aber ich muss ganz ehrlich sagen, es nervt auch jedes Mal, dieses gleiche Oberteil auf dem Thumbnail zu zeichnen. Es hat immer die gleiche Farbe. Also ihm stehen viele Dinge. Das sieht alles ganz nett an ihm aus. Das lässt ihn halt ein bisschen brav aussehen. Was ich ganz cute fand, war das hier. Aber ich kann mir vorstellen, dass ihn das hardcore triggert, weil es unordentlich ist. Ich weiß nicht.
Also das passt auf jeden Fall zu seinem Typ. Ja, aber ansonsten kann er das ja alles tragen. Ist aber ein bisschen spießerig teilweise. Spießerig, ist das ein Wort? Naja, jetzt ist es ein Wort. Oh, lol. Das steht ihm halt mega gut. Hm, Kevin Stylus, aus welchem Land könnte der denn kommen? Das ist ja hier mehr so indisch. Aber es könnte ja sein, dass durch Rohan gerade aktuell die indische Mode total im Trend ist und deswegen tragen die alle deswegen tragen die alle diese indische Mode. Sehr schick, sehr stylisch. Oh, es sind so wenig Gesamtoutfit-Klamotten für Männer vorhanden. Das finde ich schade. Okay. Da ich finde, dass es ihm wirklich steht, also zumindest auch so für zu Hause, passt das echt ganz gut. Okay, jetzt müssen wir natürlich noch eine ordentliche Hose finden. Helle Hose, helle Schuhe. Seine Haare sind halt so super lang geworden, vielleicht durch die Alien-Hormone, dass er die jetzt zu einem Zopf binden kann. Trägst du die auch brav überall? Natürlich nicht. Steht ihm. Steht ihm gut. Und ja, bei Bärten, da sehe ich aktuell... Oh! Später vielleicht mal, wenn er ein bisschen erwachsener wird. Ansonsten sehe ich bei Bärten gerade noch schwarz. Es ist einfach nichts für ihn. Nicht so, da ist er gerade jetzt nicht der Typ dafür. Muss nicht sein. Das ist nicht schlecht, ne? Das ist ja jedem so ein bisschen das Seine. Aber finde ich jetzt cool. Das passt. Es macht ihn ein bisschen lockerer. Das Kind hat ihn ein bisschen lockerer gemacht. Er ist ja sowieso ein lockeres. Ne? Irgendwas gibt es ja hier noch mehr. Hippie-Klamotten. Das sieht so massive aus, was er da trägt. Yo, das ist richtig hippie-mäßig. Und was haben wir mit dem Kätzchen? Oh mein Gott, du bist so süß. Oh, guckt euch diese Nase an. Oh, das ist so ein süßes Kätzchen. Wollen wir dir irgendwie ein Halsband verpassen? Oder Piercings, die nicht ganz an den Ohren sind. Das wäre für eine Straßenkatze halt so total awesome, eigentlich so Piercings zu haben. Aber ist halt nicht diese große Schleife. Wir wollen es nicht übertreiben. Halsband, die Katze ist ja, die ist ja vor allen Dingen super viel drin. Ich dachte, dass die einfach mal mehr draußen rumstreunert. Aber wenn du später in den Dschungel kommst, bist du Sumsebiene. Oder mit einem Kleidchen, das sieht einfach nicht, also geht einfach nicht. Das ist halt cool. Der Taco geht halt auch klar, aber nee, das muss so bleiben. Das ist aber, Tiger ist aber auch so eine süße, das ist eine Manx-Katze. Alles klar, okay. Ja, Jungs, das gefällt mir. Das gefällt mir. Und das gefällt den Jungs auch. Alle sehen jetzt ein bisschen erwachsener aus. Stehen fester im Leben. Bis auf das Baby natürlich. Und, oh, war so klar. Gut, dann geht Ben jetzt pennen. Kevin kümmert sich weiter um das Baby. Und wir sehen uns dann, an dem nächsten Samstag. Ist halt heute nicht viel passiert. Wir haben halt einen Umbau gehabt. Die waren halt bei Ikea. Ja? Muss ja auch mal sein. Oh, Katze, was machst du da? Tja, Leute, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Kommentieren. Macht's gut. Tschüss.